Ganz ruhig und gelassen sieht es beim Abschlusstraining vor dem Viertelfinale gegen Argentinien im Greenpoint Stadium in Kapstadt aus. Und das, obwohl die deutschen Spieler um Bastian Schweinsteiger die Stimmung zwischen den Kontrahenten durch Sticheleien angeheizt hatten. Joachim Löw versucht die Wogen kurz vor dem Aufeinandertreffen zu glätten. Bastian Schweinsteiger bei der Pressekonferenz hat seine persönliche Meinung, die hat er geäußert. Ich denke, da gibt es bei uns eben auch eine Meinungsfreiheit. Wenn Sie mich fragen, dann habe ich das Spiel, wenn man auf das Spiel angesprochen wird, vor 4 Jahren habe ich das Spiel eigentlich in keiner Phase des Spieles bis nach dem Elfmeterschießen unfair oder gar brutal gesehen. Dass die Argentinier enorm leidenschaftlich, emotional, körperbetont, einsatzfreudig spielen, das entspricht ihrer Mentalität. Und auf das müssen wir uns schon auch einrichten. Eingestellt hat sich Löw auch auf den Ansturm von Messi und Co. auf das deutsche Tor. Und Maradona, wenn man ihn so auch bislang gesehen hat oder erlebt hat auf der Bank, dann hat man schon immer das Gefühl gehabt, er treibt seine Mannschaft eben auch an, nach vorne. Und er selber war ja eigentlich ein Spieler, der sich jetzt, sagen wir mal, um die Defensive weniger Gedanken gemacht hat. Sein ganzes Spiel war auf Offensive ausgerichtet. Und das übernimmt natürlich ein Trainer auch, wenn er vorher ein Spieler war, der offensive Akzente gesetzt hat, dann liebt er das offensive Spiel. Daraus macht sein Gegenüber, Diego Maradona, kein Geheimnis. Wir haben uns als offensiv ausgerichtet gezeigt, aber wir sind auch im Mittelfeld organisiert. Von ganz hinten bis ganz vorne gibt es keine Probleme. Ich werde zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen vornehmen oder sonst irgendwie improvisieren. Auf die gereizte Atmosphäre zwischen den Teams geht Maradona am Vorabend des Spiels nicht mehr ein. Stattdessen heizt er lieber seine eigenen Spieler an. Ich werde ihnen sagen, dass sie wirklich alles tun müssen. Sie müssen ihr Leben auf dem Platz lassen. Das ganze Land steht hinter ihnen. Daheim hat man lange keinen Sieg mehr feiern können und unsere Landsleute sind jetzt sehr gespannt. Das Team ist sogar dafür verantwortlich, dass die Menschen daheim mit einem Lächeln aufwachen. Gut gelaunt und entspannt sieht auch die DFB-Elf aus. Komischerweise sind die Argentinier auch dafür verantwortlich, dass es auf deutscher Seite so bleibt.